Heute sprechen wir zuerst über einige Mythen, die wir unbedingt entlarven müssen. Denn so viele Menschen haben völlig falsche Vorstellungen davon, wie sie selber sein müssen, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Und solange wir diese Mythen glauben, halten sie uns zurück. Du erinnerst dich an unsere Definition für ein Unternehmen. Eine kommerzielle und profitable Unternehmung, die ohne mich funktioniert. Nur wenn ein Unternehmen ohne dich funktioniert, ist es wirklich ein Unternehmen. Und nur dann bist du wirklich frei. Deswegen heißt eine ganz wichtige Erkenntnis, Freiheit im Business heißt Systeme schaffen. Das verstehen sehr wenige. Und wenn, dann oft nicht richtig. Und es fängt damit an, dass kaum jemand versteht, was ein System überhaupt ist. Und das klären wir heute. Fangen wir mit den Mythen an. In jedem Geschäft, in jeder Industrie, in jeder Branche gibt es Menschen, deren Erfolg alle anderen überstrahlt. Diese Gewinner scheinen die richtigen Menschen zu kennen, treffen die richtigen Entscheidungen, sie scheinen immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Sie scheinen für Erfolg prädestiniert und bestimmt zu sein. So gibt es in jeder kleineren oder größeren Stadt einige Taikune, Mega-Unternehmer. Und diesen Menschen scheint alles zuzufallen. Dadurch sieht Erfolg bei ihnen so leicht, so schwerelos aus. Sie erscheinen selbstbewusst, sehr klug, ausgebufft. Und sie scheinen Gelegenheiten zu erkennen, die andere gar nicht sehen. So schauen sich dann viele andere in den Spiegel und sagen, boah, der Mega-Erfolg, der ist nur etwas für ganz wenige Königskinder, die so eine Art Magie beherrschen oder die vielleicht sogar bereits als Zauberer geboren wurden. Aber nee, nicht für mich. Und ich war einer von diesen vielen. Einer von den vielen, die in den Spiegel schauten und sich fragten, was haben diese Mega-Erfolgreichen, das ich nicht habe? Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und meinen Coach gesucht. Und die Entscheidung war, ich will einer von den Menschen sein, die ich eben beschrieben habe. Ein Magier. Ich will das lernen. Ich will meinen eigenen Erfolg schaffen. Ich will mein eigener Boss sein. Ich will finanziell frei sein. Und nicht nur das, ich will absolute finanzielle Freiheit. Und dann habe ich das Expertenfeld gewählt im Stern, um meine Träume zu leben. Und obwohl ich als Experte schon sehr große Erfolge feiern konnte, denn ich gehöre bestimmt zu den Top 50 Experten der Welt in meinem Bereich und seit vielen Jahren zu den Top 3 in Europa. Viele sagen, ich sei die Nummer 1. Trotzdem haben mich in Bezug auf Unternehmertum einige Mythen zurückgehalten. Und dann habe ich den Hebel umgelegt und habe gesagt, ich werde jetzt Unternehmer. Ich habe einige Fehler gemacht, aber wir sind seitdem auch jedes Jahr sehr stark gewachsen und enorm profitabel. Ich habe einige Lektionen gelernt und ich bin jeden Tag etwas klüger geworden. Bevor wir heute mit dem wichtigsten Meilenstein beginnen, den du in deinem Unternehmen überhaupt nur setzen kannst, und zwar von Anfang an, nämlich, dass du deine Firma ein Stückchen mehr, immer mehr auf Autopilot setzen kannst. Lass uns vorher über die Mythen reden, die so unzählige viele Menschen zurückhalten. Mythos 1. Du musst, das ist der Mythos, du musst bereits Geld haben, um ein Unternehmen zu gründen. Und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Was wir brauchen, ist einen bestimmten Instinkt, den wir ausbilden. Und die meisten Menschen, die große Unternehmen gegründet haben, haben ohne Geld in ihrer Garage angefangen oder im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer und haben einen Teil von diesem Schlafzimmer zum Büro umfunktioniert. Die neue Währung heißt Wissen. Und damit meine ich nicht theoretisches Wissen, sondern Wissen, das wir umsetzen können. Und das nennen wir Können. Du brauchst kein Geld, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Mythos 2. Man muss klein anfangen. Größere Geschäfte sind zu riskant. Die Wahrheit ist, wenn du deine OVS hast, deine optimale Verkaufsstrategie, kannst du innerhalb von einem Jahr bei der ersten Umsatzmillion sein oder weiter. Klein ist nur der und bleibt nur der, der keine OVS hat. Bereits im nächsten Monat beginnen wir damit, in 5 Schritten deine OVS zu bauen. Und das wird dann dein erstes, richtiges und wichtigstes System sein.
Mythos Nummer 3. Es gibt Unternehmertypen und es gibt Nicht-Unternehmertypen. Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die auf dem Weg zu einem Spitzenunternehmer weiter sind als andere. Aber die wurden ja nicht so geboren, sondern sie sind durch irgendwelche Umstände in der Lage gewesen, bereits einen Teil dieses Weges zu gehen. Vielleicht schon in der Kindheit durch bestimmte Eltern, die Unternehmer waren. Oder sie hatten Freunde oder andere Einflüsse, die sie früh in diese Richtung gelenkt haben. Und dann haben sie erste Erfahrungen gemacht, erste Erfolge gefeiert und sind besser darin geworden. Das heißt aber nicht, dass es nicht jeder lernen kann. Ich bin fest davon überzeugt, jeder kann das. Es ist eine der unseligsten Ausreden dieser Welt zu sagen, ich bin nicht so gut wie andere und darum muss ich gar nicht erst anfangen, ich muss mich gar nicht erst anstrengen. Richtig wäre zu sagen, ja, da ist jemand schon weiter als ich. Aber das macht es ja leichter für mich, denn jetzt muss ich ja nur diesem vorgegebenen Pfad folgen, seinem Vorbild folgen. Mythos 4. Einige Menschen sind wie Midas, was sie anfassen, wird zu Gold. Auch das ist so eine Entschuldigung, die Menschen sich gerne selber erzählen. Ich bin halt nicht Midas. Ich muss mich also gar nicht erst anstrengen. Nochmal, die Wahrheit ist, dass alle Menschen gleich weit sind auf dem Weg zum Unternehmer, wenn sie geboren werden. Vielleicht ist der eine schon in seinem Charakter etwas durchsetzungsstärker. Das hilft. Dafür ist der andere aber kommunikativer. Und das hilft auch. Und der dritte ist vielleicht detailorientierter und auch das hilft. Und der vierte ist von seinem Naturell her vielleicht eher beständig. Und aus allen diesen vier Typen kann ein super Unternehmer werden. Was wir wirklich brauchen, wir müssen lernen, einen klaren Plan zu entwickeln. Einen Plan, in dem sich ein System an das andere reiht. Mythos 5. Du brauchst ein angeborenes Mega-Selbstvertrauen. Das stimmt nicht. Denn wir werden alle ohne Selbstvertrauen geboren und wir müssen es erst aufbauen. Richtig ist, dass wir aber tatsächlich unser Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein stärken sollten, indem wir zum Beispiel jeden Tag 5 Erfolge notieren. Wir müssen verstehen, Zweifel ist immer die Stimme unserer Vergangenheit. Da wir aber ja etwas für die Zukunft aufbauen wollen, sollten wir uns vorstellen, wie wir in dieser Zukunft sein wollen. Was für ein Mensch wollen wir werden? Und auf diese Weise lassen wir uns von dieser Vision beeinflussen. Wir lassen uns dahin ziehen. Die Vergangenheit, ja, die können wir uminterpretieren. Wir können sagen, das Harte, das wir erlebt haben, das war nicht furchtbar, das war nicht entsetzlich, sondern das hat uns geformt. Das hat uns stärker gemacht. Stärker, als wir es vielleicht jetzt denken. Das war wichtig, damit wir zuerst der Mensch werden konnten, der wir heute sind, und dann der Mensch werden, der wir in Zukunft sein wollen, um ein Mega-Unternehmen aufzubauen. Mythos 6. Ich würde es ja tun, aber ich habe leider keine Zeit. Wir haben immer genau die Zeit, die wir brauchen, um die Dinge zu tun, die uns wirklich wichtig sind. Wenn wir unseren Hund füttern wollen, dann füttern wir unseren Hund. Und wenn wir unser Gehirn mit einer neuen Strategie für ein Mega-Unternehmen füttern wollen, dann tun wir das. Der Unterschied besteht nur und immer nur zwischen möchten und wirklich wollen. Und genau darin kann ich dir nicht helfen. Du musst es selber wollen. Und dazu müssen wir verstehen, dass was wir wirklich wollen, das werden wir erreichen. Immer. Und das wird unser Leben bereichern. Also nimm bitte diese Übung ernst und notiere deine Gründe, warum du ein Mega-Unternehmer werden willst. Warum du unbedingt in den 1-Millionen-Club kommen musst, in den XM-Club kommen musst, in den 10-Millionen-Club. Es gilt, es gibt immer einen Weg, um unsere Träume wahr werden zu lassen, wenn wir wirkliche Träume haben. Mythos 7. Du musst ein schlauer Verkäufer sein. Ja, das würde dir tatsächlich helfen. Aber was wir vor allem brauchen, ist eine automatisierte Strategie. Also nichts, was von unserer Tagesform abhängt, sondern etwas, das verkauft Tag und Nacht, Sommer wie Winter, Sonne und Regen. Wir brauchen unsere OVS, unsere optimale Verkaufsstrategie. Wir müssen nicht der größte Verkäufer sein, obwohl es natürlich hilft. Aber wir brauchen die Überzeugung, dass wir unsere Preise durchsetzen können, weil unser Produkt so wertvoll ist. Und wenn wir daran noch Zweifel haben, dann machen wir eben unser Produkt noch wertvoller. Mythos 8. Du musst sehr viel über Unternehmertum wissen. Das ist eins der ältesten Mythen.
dass wir nur dann erfolgreich sein können, wenn wir es bereits können. Aber es ist ja genau andersrum. Indem wir es tun, werden wir überhaupt erst erfolgreich, ohne genau zu wissen, wie es geht. Und genau darum geht es doch hier in UMC, und das wird Ihnen so unfassbar viel Zeit sparen, weil wir mit Ihnen ja Schritt für Schritt besprechen werden, was Sie als nächstes tun sollten. Aber es bleibt die Wahrheit, Unternehmertum wirst du nur kennenlernen, indem du Unternehmertum beginnst. Du musst Unternehmer sein, um Unternehmer sein zu lernen. Mythos 9. Du darfst keine Angst vor Versagen haben. Das ist auch Quatsch. Ich glaube, Angst vor Versagen ist in Wahrheit einer der stärksten Antriebe für uns als Unternehmer. Eben weil wir Angst haben zu versagen, schauen wir nach allen möglichen Fallen und Gefahren. Und in der Folge stellen wir unser Unternehmen immer sicherer auf. Wir werden heute darüber beginnen zu sprechen, wie wir das am besten tun, indem du nämlich dein Unternehmen auf Autopilot setzt. Ein Autopilot ist eben nicht abhängig von der Tagesform, nicht von deiner und nicht von deinen Mitarbeitern. Er funktioniert einfach. Der große Unterschied ist, einige werden von dieser Angst zurückgehalten und sie bleiben dann stehen. Ein wahrer Unternehmer nutzt aber diese Angst. Er nutzt sie als Kraft, um sein Unternehmen besser zu machen. Er nutzt diese Kraft, um sein Unternehmen noch mehr auf Autopilot zu setzen. Und dadurch geht er immer weiter voran. Angst ist gut. Angst hilft uns. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass diese Angst zu einer analytischen Lähmung wird. Dass wir so lange analysieren und analysieren, bis wir völlig stillstehen. Mythos 10. Du musst alle Tricks kennen, um erfolgreich als Unternehmer zu sein. Es gibt eigentlich gar keine Tricks im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt Geheimnisse und es gibt Strategien, und die besprechen wir. Viel wichtiger aber ist, du brauchst Ausdauer. Du darfst einfach niemals aufgeben. In den letzten 34 Jahren habe ich bestimmt 100 Mal aufgeben können. Aber am Anfang mit meinem Coach wollte ich es tatsächlich 3 Mal, aber mein Coach hat es verhindert. Er hat mich einfach überredet, weiterzumachen. Erfolgreiche Menschen arbeiten sich durch Schwierigkeiten hindurch. Und wenn sie dann an der anderen Seite rauskommen, unter, drüber oder durch die Schwierigkeiten hinweg, dann sind sie stärker. Und dann haben sie dadurch auch mehr Selbstvertrauen und sie sind besser vorbereitet. Im Ergebnis kennen sie dann mehr Tricks. In Wahrheit sind sie aber nur stärker geworden und kennen bessere Systeme.